Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Wir geben jetzt hier die nächste Artefakt-Quest ab und folgen nun dem Ruf des Rats. Begebt euch zum Rat der Sechs in der violetten Zitadelle. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Ach, wenn man dann mal einen Talaran Urgestein braucht, sind sie alle im Cooldown. Beziehungsweise ich habe ja nur noch einen Talaran Port. Da ich jetzt den anderen hier auf die verehrte Küste gesetzt habe, habe ich nur noch eine Portmöglichkeit, um schnell nach Dalaran zu kommen. In der Zeit, wo ich fliege, gucken wir einfach mal. Pfadfinder der verehrten Inseln, Teil 2. Was müssen wir machen? Erkundet die verheerte Küste. Verteidiger der verheerten Insel. Schlacht um Asuna, Schlacht um Sturmheim. Gut, es geht dann hier diese 4 Schlachten zu gewinnen. Kommandant der Legionsrichter. Erreicht bei den Legionsrichtern den Status respektvoll. Also, wie ihr seht, das ist alles für den zweiten Teil des Pfadfinder-Erfolgs nicht viel. Einmal die verheerte Küste zu erkunden, ist relativ flott gemacht. 4-mal an diesen Legions-Events teilzunehmen, wo man halt die gewissen Punkte da verteidigt, ist auch nicht schwer. Und respektvoll. Gut, das werden wir am Ende dann ganz automatisch durch World Quests, generell Quests und was wir sonst noch da uns vor uns noch haben. Ihr geht voran. Ihr kommt. Ich denke, diese Angelegenheit sollten wir besser privat besprechen. Gut. Dann besprechen wir das mal privat. Auf ins Swingerzimmer. Verdammt! Ein weiterer Angriff. Bleibt wachsam. Ehre dem König von. Krasser Angriff hier oben. Seid vorsichtig. Wie ihr seht, reicht der Einfluss der Legion immer noch über die verheerte Küste hinaus. Ja, jetzt geht's wieder daran, ein bisschen zuzuhören. Agenten lauern in ganz Azeroth und drohen unsere Anstrengungen am Grabmal zu sabotieren. Sie zählen zu den mächtigsten Schergen der Legion. Wenn es ihnen gelingt, ihre Pläne in die Tat umzusetzen, werden all unsere Bemühungen, all unsere Opfer umsonst gewesen sein. Euch wurde im Laufe dieses Krieges viel abverlangt, Champion. Und ich fürchte, es wird noch mehr werden. Schön, dass es noch mehr wird. Dann haben wir wenigstens auch was zu tun. Allein ihr seid vermutlich in der Lage, sie aufzuhalten. Ja, und wo darf ich jetzt hin? Einmal um die ganze Welt? Ausgezeichnet. Mir fällt niemand ein, der besser für diese Aufgabe geeignet wäre. Wir geben euch gerne Auskunft über alle bekannten Bedrohungen. Ach ja, also für die eine Quest habe ich jetzt gerade gelesen, da was kann ich für euch tun? Geht's Disziplin zu sein. Schattenpriester, das mache ich direkt in Dalaran. Dann fangen wir natürlich mit dem Schattenpriester an. Das ist hier direkt in der Nähe. Da sitzt so ein Kamerad. Wohin des Weges? Sucht nach Hinweisen. Ey. Findest du einfach so anzugreifen? Finde ich das nicht ganz so.
Nett. Da haben wir die Hinweise, die wir brauchen. Noch mehr Assassinen wollen uns hier ans Leder. Easy peasy. Wie kann ich behilflich sein? Fragt in der Schattenseite den Abschaum der Schattenseite. Ich werde unsere Welt schützen. Geht voran zur Schattenseite. Hoffen wir, dass wir nicht zu spät kommen. Ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich wieder hin? Ist das hier unten in der Kanalisation? Ich glaube wohl. Schattenabstieg, das klingt schon mal vorherragend. Ja, ganz einfach hier jetzt Leute zu befragen, wenn hier alles so charmant überfüllt ist. Was geht hier vor? War da oben ist gerade einer, was habe ich gesehen? Jawohl. Blöde Assassine wieder. Da steht doch einer. Aber nichts Interessantes für mich dabei. Der ist schon tot, der sagt nichts mehr. Hier sitzt noch jemand. Das ist die große Frage, wie viel müssen wir wohl von denen beseitigen? Bis wir hier schlussendlich vernünftig weiterkommen. Jeder kleine Tod hilft. Jeder kleine Tod hilft. Ich habe einfach das klügste Messer der Welt. Schon jetzt. Ich werde unsere Feinde niederstrecken. Hallo, du Typ. Komm schon jetzt. Jetzt aber, du hast es doch dabei. Das hab ich doch jetzt im Gespür. Oder spawn einfach zuhauf hinter mir. Ich kann einfach auf dem Punkt hier 20 Leute töte, so ungefähr. Dann werde ich es bestimmt auch irgendwann erhalten. Schade, schade, immer noch nicht dabei.
Abstauben auch nichts bekommen. Jawohl, drei Leute lagen hier schön rum. Was geht hier vor? Ich werde unsere Feinde. Was geht hier vor? Und es geht dann ab nach Dalaran. Dachtet ihr wirklich, ihr würdet so einfach davonkommen? Ich werde euch die Gnade des Netapaks zeigen. Ach, jetzt darf ich auch diese Iria Morgenband töten. Die ich schon übergesehen habe. Das war's mit ihr gewesen. Wir gehen dann jetzt hier wieder raus, hoch zu Khadga und können dann jetzt vielleicht schon mal für die Skillung des Schattenpriesters hier das abschließen. Wenn ich überlege, wie viel da unten unterwegs war, auch an verschiedenen Klassen, glaube ich fast, dass das für jede Klasse dasselbe ist. Jetzt leckt sie einmal, aber es ist Patch Day. Das ist immer zum Teil etwas anstrengend mit Lags. Auf einmal möchte jeder wieder spielen. Gut, ich war jetzt auch 3 oder 4 Tage nicht online, also ich brauche den Leuten, die jetzt endlich wieder spielen wollen. Die dünnste Stelle. Ich werde vorausgehen und die Umgebung um das Grabmal auskundschaften. Wir treffen uns an der verheerten Küste. Ja, für diese Dingschmiede, das habe ich doch gar nicht gemacht, weil ich fand, die Sachen zu schmieden lohnt sich für mich gar nicht, weil ich viel bessere Gegenstände durch Raids und Mythisch Plus Instanzen erhalte, als wie ich sie da hochschmiede. Auch halb so wild, damit möchte ich mich auch nicht jetzt befassen. Artefakt, da haben wir es. So, der Nabok, der Nebelrufer Bradenbach war Heiligpriester. Gut, dann gehen wir nun eben mit als Heiligpriester nach Bradenbach, ziehen uns eben um und ab geht die ganze Geschichte. Hallo. Bis bald. Ja, da oben müssen wir hin. Gut, den Flug dahin, den erspare ich euch jetzt. Ich sage einfach vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Was uns jetzt als Heiligpriester erwartet, das sehen wir dann gleich. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis dahin und tschüss.